Jawohl, dann machen wir heute den Abschluss hier mit Mapbender und dazu erzählt uns heute Axel Schäfer was. Viel Spaß! Hallo zusammen, guten Abend zum Mapbender. Was gibt es Neues dazu? Good news, everyone. Another delivery of Mapbender. Kurze Frage: Wer nutzt von Ihnen Mapbender? Hand hoch. Wer kennt Mapbender noch gar nicht? Hand hoch. Alles klar. Der Vortrag wird alles abdecken. Ich hoffe, ich kann genug Kenntnisse übermitteln, was wir machen, was es ist, was wir vorhaben, was in Zukunft passieren wird und wie das ganze Ding eigentlich so läuft und entwickelt wird. Die erste Folie, der Name Mapbender. Ich habe mir irgendwie gedacht, irgendwie muss ich mal anfangen und was Schönes machen. Der Name kommt von Bender. Man sieht da, da hat die Charlie aus Ton den Bender von Futurama gebaut und dann haben wir das Mapbender-Logo noch drauf. Also da ist eigentlich der Name her. Das kommt alles irgendwie aus Futurama. Ne? So. Und dann fragt man sich natürlich, warum um Gottes Willen dieser Titel, den ich jetzt selber nochmal vorlesen muss. Good news, everyone, another delivery of Mapbender. You'll delivering answers to Foskis 2018, a world where questions occur on site. Da muss ich auch dahinter schreiben, für die Foskis, der Vortrag ist auf Deutsch, weil die haben gefragt, mache ich hier einen englischen Vortrag? Nee, es hat natürlich was mit Futurama zu tun, weil immer der verrückte Professor ankam und sagte, ah, gute Neuigkeiten, ihr liefert heute ein Paket an den Planeten so und so aus. Und aus irgendeinem Grund habe ich mich halt für diesen Titel entschieden gehabt. Aber daher kommt es halt. Also ein bisschen Historie, der Name Bender, Mapbender vom Bender von Futurama. So, zu mir. Zum Projekt und zum Maintainer. Axel Schäfer, mein Name. Ich bin Projektleiter bei der Workgroup. Da ist mein GitHub-Account hinterlegt. Die Folien werden nachher auch auf GitHub liegen und halt auch bei der Foskis zur Verfügung stehen. Mapbender ist ein OSGEO-Projekt. Der Link ist hinterlegt. Die Quellen liegen auf GitHub. Und Hauptmaintainer von dem Ganzen ist die Workgroup, die Firma, für die ich arbeite, mit der Homepage und dem GitHub-Account und halt auch OSGEO-Mitglied als Service Provider. So. Was ist Mapbender? Zum einen, was vielleicht einige, die jetzt hier bei der Foskis waren und den noch nicht kennen, irritiert. Der Armin Rettrath hat schon was über Mapbender heute gesagt, nennt das Ding Mapbender 2. Mapbender hieß irgendwann mal Mapbender 3. Das war die Nachfolgeversion von Mapbender 2. Und damit das alles noch ein bisschen komplizierter wird, haben wir uns dann letzten Endes mal entschieden, wir schneiden die Zahl mal hinten weg, nennen das Ding nur noch Mapbender. Mit der Befürchtung, dass Armins Mapbender-Weiterentwicklung mit Mapbender 2 dann vielleicht verwechselt werden kann als die Weiterentwicklung, aber ist es nicht. Und da kommen wir auch gleich noch, was Versionierung angeht und sonst was. Das Ding heißt jetzt eigentlich nur noch Mapbender und hat dieses Logo dort. Mapbender ist zum einen eine professionelle Open-Source-Software, sonst würden wir nicht hier stehen. Wie gesagt, der Quellcode ist auf GitHub hinterlegt. Das hier ist ein Link, der dahin führt. Ich glaube. Ja gut, es liegt immer am Netzwerk, ne? Und wie gesagt, der Maintainer ist die Workgroup von dem Ganzen. Es ist halt eine Software zur Erstellung kartenbasierter Webanwendungen. Und wir versuchen damit den Schritt zu machen, immer schon, dass wir einfache oder komplexe Kartenanwendungen, je nachdem, erstellen lassen können vom Benutzer, ohne dass halt Code geschrieben wird, indem wir viele Funktionen, viele konfigurierbare Funktionen halt bereitstellen, die dann in eine Kartenanwendung eingebaut werden kann. Ein paar Beispiele dazu. Die Screenshots sind leider nicht so scharf jetzt hier. Eine Sache vom Eisenbahnbundesamt, das ist ein Mapbender-Klient, der online ist, der die Schallausbreitung von den Schienenwegen darstellt. Und da haben wir auch recht viele Anpassungen gemacht. Man sieht hier links einen Layerbaum, der speziell ist und verschiedene Suchen und so weiter. Das ist ein typisches Beispiel für einen Mapbender. Geoportalkreis Lippe ist ein anderes Beispiel für einen Mapbender, sieht völlig anders aus, ist eingebettet in Typo 3 Oberfläche, hat Funktionen, die halt für eine Kommune, für den Kreis jetzt halt wichtig sind. Ein anderes Beispiel, Geoportal Stadt Frankfurt, auch wiederum ein leicht anderes Aussehen, spezialisiert auf Workflows, die die haben, beispielsweise auf die Informationen und kartografische Darstellung von ihren Bäumen in der Stadt halt. So ein typischer Workflow, der da ist. Man sieht es jetzt nicht so, die anderen Screenshots sind ein bisschen schärfer, was da stehen wird.
So, das ist also eine Vielfalt von Anwendungen, die man aufbauen kann mit MapBender und das Ganze halt aus der Administration, aus dem sogenannten Backend raus. Das heißt, der Benutzer meldet sich am MapBender an und kommt dann in die Konfiguration und Administration vom MapBender. Die erste Seite, die man dann sieht, sind die Liste der Anwendungen, die in dem MapBender erstellt worden sind. Hier sind jetzt drei zur Verfügung. An diesem Beispiel sieht man hier, da ist so ein durchgestrichenes Auge. Das bedeutet, diese Anwendung ist noch nicht fertig, sie ist noch nicht veröffentlicht, sie ist nicht sichtbar für andere, sondern ist noch versteckt. Das heißt, man kann halt dann irgendwann MapBender-Anwendungen sozusagen freischalten. Jede Anwendung kann über WMS-Dienste gefüllt werden und das ist so ein typischer Dialog für so eine Anwendung. Da wurde dann die OpenStreetMap-Karte von uns eingebaut und dort hat man dann weiterhin viele Möglichkeiten, wie dieser WMS-Dienst in dieser Anwendung halt gestaltet werden soll. Man kann die Maßstabsbereiche noch verändern im Rahmen von den Capabilities. Man kann sagen, der soll gekachelt angefordert werden. Man kann verschiedene Dinge einstellen wie Opacity, also Transparenz und ob Sachen wie ein Feature-Info erlaubt sein sollen oder nicht. Beim OSM-Dienst hier haben wir überhaupt gar kein Feature-Info. Man kann die Reihenfolge der Layer noch ändern und das alles dann halt schon mal administrieren, sodass der Benutzer das dann halt nachher in seiner Anwendung sieht. MapBender bietet eine reichhaltige Liste von Elementen, von Funktionen, die in so eine Anwendung dann eingebaut werden können, durch diesen Dialog beispielsweise. Das fängt an von einem About-Dialog, der einfach nur einen Text anzeigt, bis hin zu einer Digitalisierung, einer Legende, dem Table of Contents und so weiter. Und das alles halt über diese Administration. Und wir haben eine Benutzerabsicherung, das heißt, jeder Benutzer, der sich anmeldet, kann sich ein Profil erstellen, noch ein bisschen ausfüllen mit seinen eigenen Informationen und anhand der angemeldeten Benutzer können wir halt auch Anwendungen oder Funktionen vom MapBender halt auch absichern dahinter. Und das geht alles dann über diese Administrationsoberfläche. Ein paar Features, die ich jetzt mal so ein bisschen vorstellen will, die den MapBender ausmachen, die wir halt mitliefern, ist zum einen die Digitalisierung und die Editierung. Hier ist ein sehr einfaches Beispiel, was wir in der Dokumentation halt auch, einen Moment, Entschuldigung, in der Dokumentation halt auch beschrieben haben, vom Aufbau der Datenbank, wo man rein digitalisiert, bis hin zum Aufbau der Digitalisierungsoberfläche. Das heißt, das Editieren von Punkten, Linien, Polygonen, Flächen, ne? Und die Eingabe von den Sachdaten. Und das Feature hinter dieser Digitalisierung ist, dass gerade die Eingabe der Sachdaten halt sehr unterschiedlich sein kann. Also die Anzahl der Sachdaten, die Formate der Sachdaten. Und da haben wir halt dann YAML-basiert, also das muss man halt hinschreiben, einen Formulargenerator sozusagen. Und anhand der Konfiguration wird dieses Formular aufgebaut und kann gefüllt werden durch Dropdown-Listen, durch Textfelder, durch Datumsfelder, durch festgelegte Sachen, die man mandatory definiert, die haben dann einen kleinen Rahmen und da Sachen, die optional sind und so bauen sich halt verschiedene Formulare auf. Wir unterstützen Tabs und so weiter. Der David Arndt hat es eben bei dem RVR-Vortrag in der Form schon mal gezeigt. Was haben wir noch? Wir haben so einen Base-Source-Switcher und das ist jetzt ein Beispiel vom Regionalverband Ruhr. Ein Base-Source-Switcher ist so ein bisschen aus der Idee kam damals bei Google, ne? Kann man zwischen Satelliten und Straßenkarte wechseln. Das kann man hier so ein bisschen erweitern. Man kann das auch mit Thumbnails hinterlegen. Und hier hat man dann die Auswahl zu switchen zwischen dem Stadtplan und den Luftbildern vom RVR halt angefangen von 1925 bis zu den aktuellen Luftbildern. Und kann das dann einfach auswählen. Sobald man draufklickt, ändert sich die Karte im Hintergrund. Ist halt sehr intuitiv bedienbar. Suche, auch wieder aus demselben Beispiel. Hier ist eine Straßensuche eingebaut worden, die hier von der Straße in Gelsenkirchen, wo es Amphitheater im Nordsternpark ist, dass man suchen kann. Die Datenbasis hier kann Alkis-Daten beispielsweise sein oder selbst aufgenommene Daten. Das Druckfeature, hier ein Beispiel vom Eisenbahnbundesamt wieder, ist ein typisches Feature. Man kann verschiedene Vorlagen definieren auf Basis von OpenOffice-Dokumenten, wo man seine eigenen Texte reinbringt und auch dynamische Texte einladen kann. Die werden als Druckvorlagen genommen und der Druckdialog bietet dann beispielsweise unterschiedliche Qualitätsstufen an. Die Druckqualität bei einer höheren DPI-Anzahl, die normale DPI-Anzahl bei 72 DPI, den Maßstab, wo man drucken will und man kann eine Rotation, wie in diesem Beispiel 45 Grad, angeben, sodass man ein rotiertes Kartenbild nachher herausbekommt und hier ist so ein Ergebnis von der Druckausgabe. Man sieht hier, das Kartenbild ist wirklich rotiert, man sieht es hier am Nord-Pfeil und auch das Template hier ist stark angepasst worden mit eigenen Schriftarten, mit einem eigenen Style und so weiter und so fort.
Redlining ist sowas wie eine Digitalisierung, also eine Editierung, nur die Sachen sind halt temporär nur verfügbar, die werden beim Neustart der Anwendung halt wieder gelöscht. Ist ein Beispiel, was wir hier haben, und das zeigt auch so ein bisschen jetzt hier bei dem Screenshot, was halt bei dieser Editierung immer oder bei der Digitalisierung beim Redlining halt möglich ist. Man kann Stützpunkte anlegen, man kann Stützpunkte entfernen und so weiter und so fort. Hier beim Redlining kann man dann Texte kurz eintragen von Sachen, und die können dann auch ausgedruckt werden. Das ist ein typisches Feature. Wir können WMS-Dienste, erlauben wir dynamisch hinzuzuladen, 111, 130. Hier ist ein Beispiel von einem WMS-Dienst, der einen kleinen Bebauungsplan lädt, und das kann der Benutzer dann dynamisch halt hinzuladen. Erscheint im Layerbaum, erscheint im Druck. Das ist alles halt ganz rund. Den Layerbaum selbst, das ist eine sehr interessante Sache. Man hat einen Layerbaum oder man hat einen komplizierten Layerbaum mit vielen Diensten, mit vielen Layern, und da haben wir uns gesagt, okay, machen wir noch einen Aufsatz obendrauf, eine logische Schicht, das haben wir thematischen Layerbaum genannt. Das heißt, man kann sogar noch verschiedene logische Schichten definieren, wo man sagt, okay, das sind meine Basisdaten, das sind meine operationellen Karten und das ist jetzt irgendwie Projektkarten, die dann noch angezeigt werden, sodass man dann sich leichter in so einem Wust von Layerbäumen zurechtfindet. Links sieht man, wie es aussehen kann, da haben wir Vorhabensthema, wir haben ein anderes Thema und wir haben Thema, das heißt nur Themen, und wir haben die Base Data. Okay, ich habe das Beispiel gemacht, das war jetzt nicht sehr originell. Und rechts ist die Art und Weise, wie es dann halt im Backend konfiguriert werden kann. Und auch da kann der Layerbaum noch mit verschiedenen Möglichkeiten erweitert werden, dass man halt noch ein Opacity, also einen Transparenzslider hat und so weiter und so fort. Messfunktionen, die sind jetzt nicht so spannend, aber man kann halt messen und die Ergebnisse werden links dargestellt, auch in dynamischer Art und Weise für Linien und Flächen und so weiter und so fort. Und da bietet MapBender halt einige an, das waren jetzt nicht alle, das waren mal so ein paar, wo ich gedacht habe, das kann man mal zeigen. Eine weitere Möglichkeit ist Anwendungen und Designs, und hier kommen so ein paar Beispiele, wo sich Kollegen von mir halt dran gemacht haben und gesagt haben, okay, für bestimmte Kunden, wie zum Beispiel die Stadt Monheim, machen wir einen MapBender, der sich eher blau präsentiert, in einem luftigen Himmelsblau, was auch sehr gut zu den Karten passt, die die Stadt Monheim anbietet. Das sind dann eigene Bundles, die wir schreiben, das ist nicht viel Arbeit, das ist auch in der Dokumentation hinterlegt, wie man diese Farben anpassen kann. Hier ein Beispiel von der Stadt Gütersloh, eher in einem grasigen Grün dargestellt. Hier vom Kreis Lippe, bei denen das Ganze so angepasst worden ist, dass das sogar ein bisschen flacher hier links erscheint. Also hier sind diese Übergänge von der Titelleiste, wo die Buttons sind, hin zu dieser Sidebar anders geregelt. Also da, das sind einfach nur kleine CSS-Angaben, die man halt für jeden dann machen kann. Und so bietet sich dann halt der MapBender immer in einem anderen Design an. Noch ein Feature, wir haben viele Sachen, die wir innerhalb der Workgroup für Projekte gemacht haben, wo es nicht ganz klar ist, passt das eigentlich in eine allgemeine Version von MapBender rein. Auch da erstmal vom Kreis Lippe aus. Hier ist ein Beispiel, die bieten an, Feature-Info auf dem WMS-Dienst zu machen von Bebauungsplänen. Und dann kommt dieser Dialog halt vom Feature-Info raus und dann hat man die Möglichkeit, die Planzeichnung direkt zu laden. Das sind dann die eingescannten Bebauungspläne. Und hier in dem Beispiel halt noch irgendwie von 1900, was weiß ich, handgezeichnet. Solche Sachen, solche Kleinigkeiten, die so einen bestimmten Workflow erfüllen, programmieren wir halt auch einfach ein. Und da sind die Möglichkeiten halt sehr vielfältig, was das Ganze angeht. Eisenbahnbundesamt, hier wieder die ganze Legende haben wir umgebaut, damit da Folgendes passiert: Sobald ich hier unten einen Layer an- und ausschalte, sollen sich andere Layer automatisch ausschalten. Sobald ich einen anderen Layer anschalte, sollen sich andere Layer wieder ausschalten. Also da eine gewisse Logik einzubauen, dass man immer nur ein bestimmtes Kartenbild sieht, die sich nicht überlagern, und das Ganze halt auch mit dem Legendenbild unten drunter. Ein zweites Beispiel davon, was das EBA anbietet, sind die Lärmstatistiken zu verschiedenen Gemeinden oder Ballungsräumen. Und es öffnet sich da einfach ein zweites Kartenfenster, wo bestimmte Anfragen an die Oracle-Datenbank absetzen, einfach um die Statistiken auszulesen. Solche Sachen halt. Statt Troisdorf suchen, hier ein Beispiel, links sehen wir eine Suche, das ist eine Objektsuche, man kann hier runterklappen, man hat verschiedene Suchen dazu Auswahl. Die Objektsuche hier sind jetzt dann auf Altkleidercontainern, die halt aufgelistet haben wollten. Und Suchen ist ein sehr, sehr spezielles Thema, weil der MapBender hat eine Menge Suchen in seinem Portfolio, die ich versucht habe, mit dieser Wolke mal darzustellen, weil es gibt bei uns die Tendenz,
dass Leute sagen, hey, könnten wir mal die Suche nicht vereinheitlichen? Und dann gibt es Leute, die sagen, aber jede Suche ist wiederum anders. Also wenn Sie eine Suche brauchen, es gibt mannigfaltige Möglichkeiten zu suchen. Suchen, die ein automatisches Dropdown haben, Adresssuchen, Suchen, die eine Tabelle öffnen, wo man noch verschiedene Sachen mitmachen kann. Es gibt einfach fünf Minuten, um Gottes Willen, fünf Minuten, oh ja. Also das ist ein großes Feature. Community. Wir haben eine Mailingliste von Mapbender. Das ist unsere Mapbender-Seite, mapbender.org oder mapbender3.org, noch aus historischen Gründen. An dieser Userliste werden Fragen gestellt, wird gefragt, wie geht sowas, wie funktioniert das, die Leute helfen sich gegenseitig. Probleme, die man beim Mapbender findet, werden auf GitHub reingeschrieben und beantwortet und dann halt, wenn es Bugfixes sind, sofort gelöst. Wenn es Features sind, machen wir das über Milestones und das Ganze. Also es wird nicht wie bei anderen Projekten vielleicht über die Mailinglisten gemacht, sondern bei uns über GitHub. Für die Entwickler, und das ist das Wichtige noch, haben wir, also für alle, die an Mapbender sich beteiligen wollen, öffnen wir uns, versuchen den ganzen Coding-Style da weiterhin besser zu beschreiben. Wir haben die Sachen aus der offiziellen Doku rausgeworfen und haben das in den Code reingeschrieben, den Contributing Guide. Das ist ein Developer Guide, den man aufrufen kann, wo drin steht, wie entwickelt man eigentlich Sachen für Mapbender? Was sind eigentlich Elemente? Was sind Module? Wie funktioniert das Ganze mit dem PHP und Symfony-Gedönse? Es wurden Style Guides veröffentlicht jetzt hier für unsere JavaScript-Geschichten. Wie stellen wir uns vor, wie man JavaScript für Mapbender macht, wie man für PHP-Code entwickelt und was die Ziele davon sind? Das ist dann alles im Code und soll wirklich der Community erleichtern, da Sachen zu entwickeln. Die Dokumentation selber, die wir haben, wird zu einer reinen Benutzerdokumentation immer weiter ausgeschrieben. Wir haben jetzt da für verschiedene Elemente auf Deutsch und auf Englisch wirklich Arbeit reingesteckt und mal ein bisschen beschrieben, wie gehen diese komplizierten Geschichten wie ein Layer-Tree, wie kann man den konfigurieren Schritt für Schritt. Das ist halt immer eine Arbeit, die wir machen müssen. Und wo die Doku immer weiter gemacht wird. Wir haben zum einen jetzt für die nächste Version, werden wir die Dokumentation ein bisschen umstrukturieren, dass das leichter sichtlich ist, dass wir die Basisfunktionen, die nebensächlichen Funktionen so ein bisschen unterscheiden können. Hier ist ein Beispiel dazu. Das zweite, was wir gemacht haben im neuen Design, was im Mobilgerät halt auch sichtbar ist. Und hier sieht man jetzt dann zum Beispiel in der deutschen Sache, dass diese ganzen Funktionen jetzt nicht mehr technisch unterteilt sind, sondern halt nach Basisfunktionen, den ganzen Suchen, die wir erstmal anbieten, Export, Druckgeschichten, Editierung und so weiter und so fort. Das wird dann jetzt in der nächsten Version kommen. Development an sich, was passiert momentan aktuell für die nächste Version? Wir haben einen Coordinate Utility gemacht, das ist eigentlich ein ganz einfaches Tool, um eine Koordinate abzugreifen, um das Ganze aber noch zu transformieren, um Koordinaten im anderen Koordinatensystem halt einzugeben und dann dahin zu zoomen. Das Besondere an diesem Tool ist einfach, dass es so ein bisschen eine Blaupause ist, wie wir entwickeln werden und weiterentwickeln werden. Das ist ein Modul, das ist also was Externes, was eingeladen werden kann und das ist so ein bisschen das Beispiel dafür. Ein zweites schönes Beispiel, was in der neuen Version jetzt kommen wird, wir wollten ja eigentlich für die FOSGIS fertig kriegen, haben wir es nicht geschafft, ist die QGIS-Layer-Reihenfolge. Wir haben hier einen kleinen Schalter, wenn man so eine Anwendung macht, in welcher Layer-Reihenfolge sind die Capabilities aufgelistet. Und da gibt es Unterschiede. Im klassischen Fall für die ganzen Map-Server-Geschichten waren Polygone oben und Punkte unten in den Capabilities. QGIS kommt aus dem Desktop-Bereich, da sind die Punkte oben in den Capabilities und die Polygone unten. Und das macht ein Problem für die Klienten, weil entweder sind die Sachen dann nachher im Kartenklienten, überlagern die Polygone die Punkte oder die Punkte sieht man oben und die Polygone unten. QGIS macht das so, ich habe mit denen gesprochen, das ändern sie vielleicht, aber es gibt noch andere Software, die das genauso macht, die mit A anfängt und mit GIS aufhört. Insofern hätten wir es eh rein implementiert, egal wie QGIS da reagiert. Und auch das ist dokumentiert und das hat eine Verknüpfung zu der OGC-Referenzimplementierung von dem WMS und nicht zu der Spezifikation. Also solche lustige Sachen passieren da. Eine nette Auswirkung von dem Ganzen, habe ich leider jetzt kein Bild mehr, ist diese Norgis-Alkes-Integration für QGIS, weil dann hat mir ein schönes Beispiel, dann kommt man gucken, wie sieht das im Map-Server aus und wie sieht es in QGIS aus. Man kann halt sehr gut über diese Extension seine Alkes-Daten dann direkt als WMS einbieten. Was kommt noch in der nächsten Version? Viele, viele, viele interne Dinge. Wir haben Symfony geupgradet, das ist halt das Framework, auf dem wir unseren PHP-Code schreiben. Verschiedene Doctrine-Parameter an den WMS-Layer-Sourcen haben wir Sachen vereinfacht zum Coden erstmal. Verschiedene Sachen da einfach auch sauber gezogen.
der Dimension-Sandler, das wurde auch schon angesprochen heute, wird auch bald mal veröffentlicht werden. Das ist der WMS mit Zeitbezug. Haben wir auch beim Armin heute einen ganzen Vortrag drüber gehabt. Bei uns heißt das Ding Dimension-Sandler wegen der vierten Dimension. Dem haben wir gebaut und ein bisschen gesäubert und so weiter und so fort. So, was kommt noch in der Zukunft? Ein bisschen eine Pipeline von den ganzen Sachen. An was arbeiten wir gerade, was aber jetzt nicht in der nächsten Version kommt, vielleicht in der übernächsten. Wir arbeiten an der LDAP-Unterstützung. Die hatten wir schon in Projekten drin, die kommt jetzt halt auch in den Mapbänder rein, sodass wir auf LDAP zugreifen können. Wir gucken am UTF-Grid. Unterstützung, die vom Projekt gekommen ist, UTF-Grid ist eine Erweiterung von WMS-Diensten, sodass man Sachdaten halt auch direkt abfragen kann in einem zweiten WMS-Request und dann solche Sachen machen kann, dass man so ein Hover über bestimmte Punkte auf der Karte direkt implementieren kann. Den Dimension Sensor habe ich angesprochen, hier halt Zeitinformationen über so einen Timeslider halt abzurufen, das wird kommen. Die WMTS-Unterstützung, ich habe so richtig geschrieben, also gekachelte WMS-Dienste, da habe ich jetzt leider keinen Screenshot, das wäre ein bisschen langweilig auch gewesen, wird reinkommen und viele, viele Kleinigkeiten. So eine Übersicht, welche Datenquellen sind eigentlich in welcher Anwendung vorhanden, dass man das sieht, eine verschiebbare Übersichtskarte, solche Kleinsachen, die halt für die Benutzbarkeit ganz gut sind. Zur Versionierung, das ist noch recht wichtig, Mapbanner 2 auf Mapbanner 3 war ein Bruch gewesen von der Technik. Wir haben völlig neu angefangen zu implementieren. Wir planen jetzt halt auch eine Umsetzung, momentan haben wir vierzahliges Versionierungssystem, wir planen das um auf ein dreizahliges und insofern mussten wir den Namen ändern, das heißt der Mapbanner 3 ist nicht mehr Mapbanner 3, sondern Mapbanner. Damit wird halt auch Mapbanner Version 4 realistisch werden, ganz klar, wenn sich irgendwas an der Architektur ändert, an den APIs und so weiter und so fort. Aber dieser Wechsel von Mapbanner 3 auf Mapbanner 4 wird ein kleiner sein. Und das ist so ein bisschen analog wie OpenLayers 3 auf OpenLayers 4 oder OpenLayers 5. Von 2 auf 3 war ein großer Sprung, von 3 auf 4 ein kleiner, von 4 auf 5 ist ein kleiner. Und so werden wir das halt auch machen, also für alle, die irgendwie mit dem Namen Mapbanner 3 aufgewachsen sind. So, nee, nicht, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sind nämlich beim nächsten Thema und dann höre ich auch auf und dann können wir direkt rübergehen in das Anwenderthema. OpenLayers 4, OpenLayers 5 wird in ein paar Wochen released und wir sind momentan dabei, unseren Mapbänder von OpenLayers 2 auf OpenLayers 4 umzustellen. Momentan nutzen wir OpenLayers 2 noch in dieser ganzen Geschichte. Diese ganze Umstellung bedeutet, dass wir die ganzen Elemente halt auch umschreiben müssen für OpenLayers 4. Ein Feature-Info macht eine ganz andere Anfrage an OpenLayers 4, die Karte sowieso, die ganzen Redlining-Geschichten werden anders laufen. Also wir machen Anpassungen von der Karte bis fast hin zum Activity-Indicator. Legende, Layerbaum, Feature-Info, Drucken sind solche Beispiele dafür. Wir werden mit dieser OpenLayers 4-Geschichte natürlich viele Sachen realisieren können, die heutzutage mit OpenLayers 2 schwierig waren oder wo wir sehr viel reinhängen mussten. Beispielsweise das Handling von mobilen Anwendungen, High-DPI-Unterstützung, die kommt. So ein What You See is What You Get von der Karte zum Druck, wo wir halt auch in den ganzen Druckgeschichten einige Klimmzüge machen mussten, dass das auch wirklich so erscheint. 3D-Unterstützung ist eine Geschichte, an der wir momentan halt auch arbeiten, was aber jetzt nicht so ganz spruchreif immer noch ist. Ne? Aber das kann man natürlich auch nur mit OpenLayers 4 machen, das geht nicht mit OpenLayers 2. Unterstützung von KML, GeoJSON und solche Sachen passieren. Wir haben Vorteile bei den ganzen Transformationsgeschichten, was wir auch bei den Editiersachen dann erweitern können. Eine höhere Performance sowieso, also das merkt man jetzt schon bei den Prototypen, die wir da haben bei OpenLayers 4, an denen wir arbeiten, dass es natürlich viel schneller ist. Und andererseits ist OpenLayers 2 natürlich abgekündigt. Darauf weiter zu bauen ist nicht möglich. Das Ganze bedeutet für uns aber innerhalb von der Workgroup und innerhalb von der ganzen Open Source Szene natürlich sehr viel Aufwand, den wir da reinstecken, den wir erstmal machen. Und wir haben eben bei dem Changelog gesehen zur nächsten Version, wir arbeiten sowieso permanent an dem Mapbanner, dass er einfacher wird, dass wir uns an die neuen Techniken anbieten und OpenLayers 2 auf 4 bzw. auf 5 wird es jetzt werden, ist halt der nächste Schritt, den wir da machen wollen. Und mein Anliegen, meine Frage ist genau dahingehend zu sagen, dass wir gerne das mit einem Sponsoring unterstützen lassen wollen, haben wollen. Und zwar, dass die Workgroup diese Implementierung dieser Features halt federführend übernimmt und dass wir da aber natürlich Sponsoren suchen, die uns da vielleicht unterstützen können. Wir rechnen mit allem drum und dran, etwa mit 120 Tagen Entwicklungszeit. Wir haben Leute, die sich da beteiligen wollen. Und das hier ist der offizielle Aufruf. Sie können sich da gerne beteiligen, um das genau mit zu
finanzieren und zu unterstützen, dass wir diesen Mapbender genau auf diese Versionen bekommen und dass er halt auch in der Zukunft weiterhin eingesetzt werden kann. Denn jeder, der diese Sachen halt nutzt, profitiert natürlich von. Es ist Open Source, jeder bekommt es mit und wir können halt weiterhin dann Sachen auf dieser Basis halt machen. Es ist aber ein dicker Brocken, es ist der dickste Brocken, den wir momentan da unternehmen, innerhalb von dem Mapbender das ganze Ding halt umzusetzen, weil das ist ein recht großer Schritt für die ganze Anzahl von Funktionen, die wir hier in dem ganzen Backend haben. Und es ist einer von verschiedenen dicken Brocken. Wir haben auf der ganzen GitHub-Seite noch weitere Sachen. Wir arbeiten sowieso an der Neuimplementierung von mobilen Klienten. Wir arbeiten an kleinen Nifty-Features, dass man Sachen wiederverwenden kann von Definitionen. Und das sind alles Sachen, die wir da momentan auch vorfinanzieren. Und OpenLayers Unterstützung halt genauso. So, damit bin ich am Ende und wir können direkt in die Fragen übergehen oder in die Anwender. Also vielen Dank erstmal. Eine Runde Applaus. Danke. Ich befürchte, die Fragen müssen wir auf danach verschieben, denn das Zeitfenster ist leider erschöpft. Also bitte persönlich ansprechen oder über die angegebenen Kontaktmöglichkeiten. Ja. Nochmal vielen Dank. Eine Sache noch, wir haben jetzt im Anschluss das Anwendertreffen. Also das heißt, wir können bis zur Poppelsdorfer Mensa hier noch weiter gemütlich beisammen sein, weil das war im selben Raum, ne? Das war ja hier, ja. Also insofern, das Anwendertreffen ist nichts anderes, als das hier entweder nochmal zu erzählen, auf Fragen zu reagieren oder bestimmte Punkte anzusprechen. Also wenn Sie da wirklich Fragen haben, stehen wir jetzt da gerne offen. Oder wenn Sie von Ihren eigenen Erfahrungen oder sonst was vom Mapbender sprechen können. Das Ding steht allen offen. Also ob Sie Anwender sind oder zukünftige Anwender oder gewesene Anwender, das bleibt sich gleich. Wunderbar, vielen Dank. Danke euch.